ja doof. Gibt es dann wenigstens exakt die Rohstoffe zurück? Anscheinend macht es spieltechnisch keinen Unterschied, wie ich die Solarkollektoren ausrichte. Ja, mal komplett zu den Schatten gezeigt, sieht irgendwie dann blöd aus. So, wie sieht jetzt die Energie aus? Okay. Die geben nochmal massenhaft. Sehr schön. Hier wird Sauerstoff produziert, hier Wärme. Was hätte ich hier denn noch so? Nahrungszüchter. Gehen wir mal hier hin, oder? So, kann ich noch ein Aluminium und Wasserflasche. Aluminium habe ich alles verbaut jetzt, ne? Also mich auf die Suche gehen. Sauerstoff, Sauerstoff. Das heißt, ich könnte noch mal eine Trinkflasche gebrauchen. So, wo gehen wir denn jetzt hin? Bisschen Eis mitnehmen. Ich meine, hier ist auch noch mal so ein gelandetes Zeugs. Kann ich das endlich mal erkunden? Ja, wie, das ist nur Deko. Ja, wie, hier gibt's keinen Loot. Ah, doch. Wollte schon sagen hier. Hurra. Hier ist ja auch nochmal eine Kiste. Ein Doppelbett. Lass mich los. Wahrscheinlichkeit, Samen zurückzubekommen 100%. Okay, Wachstumsgeschwindigkeit 0,6. Wachstum 42%. Ah ja.
Niki, nee, nee. Kriegt man sowas her? Das kann ich da nicht hinten dran platzieren? Doch, kann ich. Naja, ist jetzt nicht unbedingt das Coolste, aber platzsparend. Baupläne, dazu brauche ich Silizium. Wohnabteil Glas. Kommunikationsantenne. Bildschirmübertragungen. Leuchtfeuer. Mhm. Hilft dir den Weg zu finden. Macht schon mal sehr viel Sinn. Dann kriege ich es wahrscheinlich angezeigt. Ich hätte lieber weiter oben drauf pappen, aber egal. Das sehe ich jetzt hier so. Durch alles durch. Ah, okay. Kann ich dann noch Farbeinstellungen vornehmen? Oha, sogar komplett wie ich will. Manchmal grün für die Homebase. Dann Kommunikationsantenne. Eisen, Titan, Silizium. Eisen. Eisen, Titan, Silizium. Die ist schon ein bisschen größer. Und die braucht sehr viel Energie. Natürlich würde ich die aufs Dach ziehen, wenn ich wüsste, ob das schon die Dachebene wird. Oh shit, Wasser. Das war knapp. Genau, hier. Kobalt, Silizium, Magnesium, Eisen. Kobalt, Eisen. Jetzt fehlt mir doch Silizium, ha? Hätte ich nicht gedacht. Drüben vielleicht noch mal schauen. Silizium dürfte ich eigentlich noch haben. Da hatte ich gefühlt sehr viel davon. Ja, hier. Was brauche ich für den Kommunikation? Noch Eisen. Und Eisen habe ich natürlich keins mehr. Das heißt, es wird wieder Zeit für Expeditionen. Diesmal dürfte ich sogar überleben. Da ist ein gewaltiges Stargate. Okay. Ich habe ein Ziel, wo ich hin will. Nur ob ich genug Vorräte dafür habe, weiß ich jetzt nicht. Das sieht schon relativ weit weg aus.
Eisen muss mitgenommen werden. Silizium nehme ich auch mal mit. Da habe ich in letzter Zeit keinen Verbrauch. Mega Stargate. Und voll. Was ein Koloss. Naja, lieber mal Richtung Heimat. Hier gibt es auf jeden Fall noch jede Menge Loot zu holen. Dreißigtausend TI habe ich schon erreicht. Wow. Ich meine, hier wäre auch ein schönes Platz fürs Lager. Kann ich hier bauen? Nee, natürlich nicht. Ich muss auf dem. Wobei doch so. Naja. Naja. Dann habe ich eine fliegende Basis. Gefällt mir nicht. Natürlich trotzdem sein, dass hier alles unter Wasser dann irgendwann steht, aber ich bezweifle es. So viel wird auch da nicht kommen, oder? Aber hat halt hier eine gute Höhe. So. Jetzt fehlt mir Magnesium. Ja, das dürfte ich ja hier haben. Ja. Oje, oje. Nachricht von Sentinel Corp. Dies ist eine automatisierte Nachricht an Sträfling GP. Ah, okay. Du hast beschlossen, deine Strafe in eine Auslieferung umzuwandeln. Wenn du möchtest, dass alle gegen dich ausstehenden Anklagen fallen gelassen werden, musst du diesen Planeten vollständig terraformieren. Unsere Sensoren scannen regelmäßig deinen Fortschritt und senden dir die erforderlichen Baupläne. Versuche auf keinen Fall Sentinel Corp zu kontaktieren. Wenn unsere Sensoren keinen Fortschritt beim Terraforming-Prozess feststellen, wirst du als vermisst betrachtet und die Anklagen werden nicht fallen gelassen.
Du kannst kein Eigentum oder irgendwas von Wert auf dem Planeten für dich beanspruchen. Du darfst nur die auf dem Planeten gefundenen Ressourcen verwenden, um den Terraforming-Index zu erhöhen. Du darfst diesen Planeten nicht verlassen, bis das Terraforming abgeschlossen ist. Ah ja, also sind wir Sträfling, der so versucht, seine Strafe schneller abzusetzen. So, Nachricht von Riley. Hallo, ich habe es endlich geschafft, das System zu finden, in das du geschickt wurdest. Ich habe nicht viel Zeit, aber ich werde versuchen, dir einige Ratschläge zu geben. Die Erfolgsquote von Planet Crafters ist so gering, weil es fast eine unmögliche Aufgabe ist. Du solltest Weltraumnahrung in deiner Kapsel und vielleicht in Weltraumrucks finden. Ja, dass das ein Problem ist, weiß ich. Du kannst selbst Nahrungsmittel anbauen, wenn du die richtigen Voraussetzungen erfüllst. Versuche also einige Gemüsesamen zu finden. Haben wir gemacht. Erkundung und Verbesserung sind von wesentlicher Bedeutung. Erforsche und verbessere deine Ausrüstung, um deine Überlebenschancen zu erhöhen. Sind wir dabei. Ich hoffe, diese Nachricht erreicht dich. Jo, wer auch immer du bist. Okay. Also, es soll eine unmögliche, fast unmögliche Aufgabe sein. Und nichts davon dürfen wir für uns beanspruchen. Das ist ja wohl mal... Ich wollte jetzt Herrscher über die Welt werden. Achso, ich habe hier noch jede Menge Zeugs. Kann ich eigentlich... Das ist aber auch irgendwie hässlich. Nichts passt da so richtig. Habe ich jetzt schon die Dinge eingebaut. Ah, die blockieren dann für mich. Jetzt fehlt Eisen. Na, vielleicht sollte ich weiter Fortschritt machen. Wie viel Energie haben wir denn? Könnte noch mehr Energie gebrauchen. Dazu brauchen wir Kobalt, Aluminium, Kobalt, Alu. Hallo. Wedge-Tube T3. Platziere einen Samen in diesem Gerät, um NO2 zu erzeugen. Bla 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 bla. Okay. Das hat halt richtig viel Sauerstoff im Gegensatz zum Wedge Tube T2.
Silizium und Alu. Alu, Silizium. Kann man den mittlerweile draußen platzieren oder muss man den mittlerweile draußen platzieren? Okay, den muss man draußen platzieren. Dann platzieren wir den doch mal hier hin. Igitt, du fliegst. Hier. Wunderschön. Jetzt bräuchte nur noch einen Samen. Kann ich die auch austauschen? Weil der hat ja 13 Stück und wenn ich da mal ein Premium-Teil hin. Ja, es geht. Dann kommt mal ein Premium-Pflänzlein. Doch eher da rein. Die wächst aber richtig schnell. So, die braucht jetzt Wedge Tube T3 7,25. Kann ich eigentlich noch einbauen? Wasserflasche, brauche ich Eis, Silizium auch wieder. Ein Schrank. Okay, lebe ich jetzt von Auberginen. Ich wieder zum alten Lagerhaus. Bin ich ja mal gespannt, ob das so funktioniert mit der Außentreppe. Okay, ich habe kein Silizium mehr.
Exoskelett T2, oh ja. Was brauche ich denn dafür? Titan, Silizium, natürlich Silizium. Ich habe auch kein Eis mehr. Da hinten gibt's Eis. Wenn nicht, wandere ich dahinter nochmal. Sauerstoff sollte eigentlich ausreichen. Und da gibt's ja massenhaft Rohstoffe. Schon wieder fast voll, oder? Naja, geht noch. Ja, noch mal schauen, was in der Kiste alles lag. Heizung T3. Hier falscher? Nö, okay. Ja gut, lieber zurück. Nicht, da ich noch verdurste. Oha, ist ja schon fast blauer Himmel jetzt. Oder eigentlich ist es schon blauer Himmel. Aber noch nicht der Zustand blauer Himmel. Hydration Niveau kritisch. Oh oh. Eis habe ich aber aufgehoben gehabt. Eins, wow. Das ist jetzt
Wasser. Der neue kritische Punkt. So, ich wollte ein Exoskelett upgraden. Magnesium brauche ich dafür noch. Könnte mal ein bisschen beim Gedöns weglegen. Ich habe es irgendwie geahnt. Dass sowas hier passiert. Ich hätte ein neues Exoskelett einfach bauen sollen. Wo liegt's denn? Exoskelett. Magnesium, wo haben wir das Magnesium? Aber ich muss erstmal was wegwerfen. Alu. Hallo. Okay, passt doch. So, die Drähte, dazu brauche ich Stoff. Den habe ich schon. Okay. So, was wäre jetzt der nächste Tagesordnungspunkt? Mal erstmal hier probieren. Ah, ja, toll, natürlich. Es ist absolut außerhalb vom Raster, absolut. Ich hab's keinen Ausgang. So, was nun? Schränke, wie viel kosten die?
gibt's die überhaupt hier? Eisen, Eisen, Eisen. Okay. Eisen natürlich. Sauerstoff, nix. Jetzt wird's kritisch, ne? Ich brauch eigentlich hier mal ein bisschen Eis noch. Da. Okay, wird doch nicht kritisch. Easy. So, dann will ich daneben die andere Seite erkunden, wo der Ring runtergeht. Das ist jetzt nochmal ein sehr gutes Stück zu laufen. In der Zwischenzeit haben wir das erste Ziel erreicht mit blauem Himmel. Das dürfte jetzt gleich kommen. Warum wird es so rot? Kommen jetzt Sandstürme. Ach so, Meteoriten kommen wieder. Der war aber fies eingeschlagen. Gasstreuer. Ah ja. Und wir haben das erste Ziel erreicht. Der hat mich umgebracht. Gut. Okay. Man kann also durch die Meteoriten auf jeden Fall Schaden nehmen. Ja, ich hätte jetzt gedacht, dass nicht zweimal ein Meteorit an derselben Stelle einschlägt. Scheinbar habe ich mich geirrt. Nach den Meteoriteneinschlägen gibt es massenhaft Alu. Ist wahrscheinlich dann auch die Zeit, das zu sammeln. Jetzt muss ich lang. Okay, ich habe noch eine Sauerstoffflasche. Ah, okay, es gibt Fallschaden, aber erst nach einer sehr hohen, großen Höhe. Super Kangaroo hat's getestet. So, da liegt meine Kiste. Bin ich jetzt voll? So gut wie. Was muss ich nehmen? Okay, ich hab Platz.
Da ist doch ein Eingang. Ich mal hier im Eingang. Sehr gruselig hier. Eine Aubergine und eine Wasserflasche. Prozent. Das war die letzte Sauerstoffflasche. Das ist nicht gut. Aber hier gibt es so viel zu erkunden. Okay, ich bin in der Höhle. Das ist ja nochmal ganz was anderes. Kürbis. Okay, hier muss ich auf jeden Fall nochmal hin. Aber jetzt muss ich mich hier beeilen. Ich habe hier keinen Sauerstoff mehr. Sonst. Hier gibt es richtig viel Loot. Ich glaube, ich erstecke unterwegs. Der Weg ist zu weit. Stimmt, ich kann eigentlich eine kleine Hütte bauen. Okay, ich habe keinen Titan dabei, aber hier liegt Titan. Jetzt brauche ich dann noch Titan für eine Tür. Wieso bin ich noch nicht auf die Idee gekommen? Warum muss Sugarcane mir sagen, dass ich kleine Hütten für Sauerstoff mir aufbauen kann, überall unterwegs? Ich bin halt einfach dämlich. Thank you.
So, ich brauche Titan für die Tür. Eisen und Silizium. Okay. Okay, eine Wasserflasche habe ich noch, aber dann muss ich wieder Eis finden. Was braucht denn nochmal das Nahrungsmittel-Dings? Aluminium, Eisen, Wasser. Was haben wir hier? Fortgeschrittene Herstellungsstation. Okay. Die kann ich aber bauen. Wie viel Strom kostet die? 12,5. Dann habe ich 98. Passt noch. Okay, was kostet's? 3 Alu, 2 Titan. Zwei Magnesium, 2 Silizium. Okay, die ist groß. Jetpack. Raketentriebwerk. Okay, dafür brauche ich aber Uran.
Dafür brauche ich Delegierung, Delegierung. Okay, das könnte ich hinkriegen. Wobei, da fehlt noch Titan. Oder? Ja, ich brauche noch Titan. Aber das sollten wir hier drüben haben. Jetzt auch die Sichtweite viel höher. Okay, ich brauche noch Titan. So, jetzt kann ich den Rucksack machen. Für den Sauerstoff brauche ich auch nochmal 3 Legierungen. Da geht's, gehen die Rohstoffe weg. Na, erstmal Eisen und Aluwasser. Ich brauche Wasser. Neue Mitteilung erhalten, gucke ich mir erstmal die an. Sträfling, an wen wird diese Nachricht gesendet? Aha. Ich bin ein Planet Crafter, der auf dem Migoria 3 Planeten geschickt wurde. Wenn Sie diese Nachricht erhalten, bedeutet dies, dass sie in der Nähe sind. Vielleicht bist du auch ein Planet Crafter. Das Wetter ist grauenhaft und mir gehen die Ressourcen aus. Es gibt nicht genug auf diesem kargen Welt, um sie zu terraformieren. Ich weiß nicht, warum ich das gewählt habe. Dieser Tod wäre angenehmer gewesen als diese Hölle. Der Tod wäre angenehmer gewesen als diese Hölle. Wenn mir jemand Hilfe schicken kann, bitte tun sie dies. Planetenspezifikation, Identifikation unbekannt, Unternehmenseigentum unbeansprucht,
Bewohnbarkeitsgrad 0, Sektor Itzitial Prime, Geschichte unbekannt. Der Planet Unnamed befindet sich im Sektor Itzitial Prime, einem Präzivilisationssektor, der hauptsächlich von Handelsschiffen durchquert wird, um zwischen großen Weltraumhäfen zu reisen. Dieser Sektor zählt 842 Planeten und 13.511 Sterne und ist 7.000 Parsec groß. Er wird als einer der möglichen Kandidaten für eine zukünftige Kolonisierung identifiziert. Ah ja. Achso, deine Planeten. Spezifikation. Okay. Cool, cool. Aber das ändert nichts daran, dass ich Eis brauche. Da hinten glitzert was weiß. Jetzt jede Menge Eis. Und eigentlich allgemein jede Menge Rohstoffe für die Speziallegierung. Also wirklich viel Eis habe ich ja jetzt nicht rausgezogen. Raketenstartplattform, what the fuck? Inventar voll. Da ich jetzt schon den Planeten verlasse oder was? Oder was für Raketen soll ich da starten? Flasche. Ja, doch drei Wasserflaschen. Das heißt, ich kann hier nochmal einbauen. Auch Eisen. So, jetzt müsste ich auch wieder ordentlich Energie haben. Kann ich noch so ein? Nochmal Eisen.
So. Dann hatte ich doch hier noch jede Menge Samen. Weil ich verhungere halt jetzt. Vorm fast fertigen Gemüse. Na? Warum kann ich dann auf die Kiste zugreifen? Achso. Magnesium. Hatte ich das jemals gehabt, da ich Magnesiummangel hatte? Ich kann wahrscheinlich auch hier die alten Sachen mal abbauen. Turm T3. Ui. Naja, ich will mal sagen, damit mache ich aber erstmal Feierabend. Das dürften jetzt schon locker 3,5 Stunden sein, die ich gestreamt habe, inklusive Probleme, die da waren. Mal sehen, wie ich dann die Folgen zusammenschnippel. Wird auch nochmal interessant.